wollte gerne im Jugendbereich was machen. Dann habe ich durch meine ehemalige Firma, haben wir Fußballcamps in Deutschland angeboten, waren dort sehr erfolgreich. Ja, und nach 10 Jahren habe ich mir gedacht, mache ich das selber. Habe meine eigene Fußballschule gegründet, die Kids for Champion Fußballschule, und bin jetzt im 3. Jahr unterwegs, sehr erfolgreich. Laut Aussage anderer sind wir mit die beste Fußballschule in Deutschland, mit den begeisterten Camps. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, laut unserem Motto, einfach die Kinder jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen. Da sind wir dabei und die Begeisterung siehst du ja hier beim Camp. Im Gegensatz zu dem vielleicht normalen Vereinstraining haben wir hier die Möglichkeit, eine Übung so lange zu wiederholen, bis die Übung sitzt, bis also das Kind genau weiß, was es zu tun hat. Und dann das Wichtigste, was wir in diesem Alter den Kindern beibringen müssen, ist einfach die Koordination. Das, was mir sehr gut gefällt bei den Kindern, ist das soziale Verhalten untereinander. Der Große passt auf den Kleinen auf, der Kleine lehnt sich beim Großen an. Für das Fangen bekommt ihr einen Punkt und wenn ihr den Ball sauber abwirft, über die Schulter weg, bis zu eurem Partner, bekommt ihr nochmal einen Punkt. Ihr könnt also pro Übung, sind 3 Übungen, könnt ihr 2 Punkte bekommen. Ja, wir haben heute unseren Torwart-Champions-Wettbewerb gemacht, weil wir die einzige Fußballschule in Deutschland sind, die einen Torwart-Champions-Wettbewerb haben. Hier beim PSV Stubenbrock ist heute unsere Generalprobe. Die Talente, die wir dabei haben, sind natürlich klasse. Das sieht man auch schon bei den Übungen. Sie setzen alles sehr schnell um und es macht richtig Spaß. Die erste Übung geht folgendermaßen. Ihr steht in der Mitte vom Tor. Dann geht ihr in Sidestep rüber, berührt den Torposten. Ich werfe euch den Ball hoch. Ihr springt dem Ball entgegen, fangt ihn und werft ihn dann ab bis darüber zu eurem Partner. Er muss den Ball dann fangen. Für mich ist es einfach wichtig, die Eltern mit einzubinden, dann zu motivieren und sagen, passt auf, liebe Eltern, am Sonntag seid ihr dran. Aufpassen! Up, down, up, down, up, down, up, down, yeah!